zum nächsten Video hier bei Geesland aus See. Sebastian ist heute leider nicht da, der ist ein bisschen kränkelig. Dafür habe ich hier den guten Benny mal gefragt, ob der das Video denn hier für mich dreht. Das kann ja jeder behaupten. Ja, aber psch, hab ich jetzt die Stimme reingeschnitten, ne? Ja. Wollen heute Speedrun machen. Einmal Stock-Ritzelung, dann einmal Speed-Ritzel. Stock ist das, 16, ne? Glaub 15, glaube ich. 15? Ja. Speed-Ritzel ist jetzt auf jeden Fall 23. Wir haben es da noch gefunden, das steht da drauf und ist echt scheiße zu lesen. Angetrieben wird das gute Stück vom 6S-Block von China Hobbyline mit 5200 mA, 90C. Ja, wollen wir mal gucken, was das gute Ding so kann. Wie lockst du denn? Ja, da haben Sebastian und ich uns hier den von Skyas hier den GPS-Messer da gekauft. Weil mein anderer, der ist ja leider weg. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Okay, dann schauen wir mal. Echt mieses Wetter, Leute. Aber richtig. Ja, bei mir ist auch so ein leichter Anflug von Grippe. Was? Ein bisschen. Aber das hält uns ja nicht ab. Ich gehe jetzt 10 Meter weg, Leute, und zoome einfach ran. Ich hoffe, ich habe die richtige Funke mit. Okay, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Den Speedrun sehen wir nächstes Mal. Ja, dann wird das Auto halt geschoben, ne? Das ist jetzt ein Witz, ne? Kurios. Ja, dann doch, wollen wir mal. Doch, die richtige. Wollen wir mal starten? Ja, genau. Das läuft ja über eine App. Finde ich ziemlich cool. Ja. Start drücken. Oder auch nicht. Der Test kann nur installiert werden, wenn das Fahrzeug still steht. Steht still. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Strecke. Ja, wird wohl zum ersten Mal benutzt, also. Jetzt ja, beschleunigen. Nicht. Jetzt starten, ne? So. Schauen wir mal. Guck mal, Hammer. Man sieht da die KMH gerade laufen. Gut, okay. Halt hinzuhauen. Ja. Warte aus, läuft er auch. Also ich fahre den jetzt auch zum ersten Mal. Oh, jungfräulich. So soll es ja beim Speedrun auch sein, jungfräulich. Hat schon echt einen guten Speed, serienmäßig, kann man ja anders sagen. Alter. Willst du echt das 23er Ritzel drauf machen? Wozu? Ja, was willst du dabei rausfinden? Wollen wir mal gucken, wie schnell er kann, ne? Ja, kannst du auch 30er drauf machen, da kann er auch schnell. Also ich glaube zum Bärschlag. Ja, so also Bärschlag ist auf jeden Fall, Leute. Ich fahre meinen ja auch so. Das ist völlig ausreichend. So, locker ist die ganze Zeit aus dem Auto gewesen. Ja. Dann drücken wir mal. Stopp. Und auch nicht. Muss es näher ran oder so? Lesen. Lesen. Ja, das ist ja normal. Bin ich jetzt so weit weg vom Auto? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich habe hier irgendwie auch keine Satelliten, ne? So, lesen. 86 mit Stockritzel. Also ja, das ist schon. Das kommt auch hin. Das ist Klang drin. Also das ist ziemlich cool, das Ding. Das ist schon nicht verkehrt. Keine Angst, ich kaufe mir das selber. Ich leite mir das nicht mehr. So, dann wollen wir mal eben schnell umritzeln und dann gucken wir mal, was der mit dem Speedritzel schafft. Ne? Alles klar, bis gleich. Hier läuft. So. Haben wir jetzt umgeritzelt?
Ja, das macht richtig Spaß bei kaltem Wetter. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, dann versuchen wir nochmal. Jetzt mit Speedritzel 23 Zähne. Ja, läuft das? Ja, läuft. Ah, cool, kannst du gleich überprüfen dann. Jetzt wird er wohl abartig schnell werden, Leute. Fritzel hat auch viel größere Flanken als das Hauptrad. Warte, ich stelle mich mal eben hier so hin. Ne? Fährt schön stabil, ne? So. Das ist wahrscheinlich auch dann den Belted-Reifen zu verdanken, die der Taillon EXB hat. Die Balloon nicht so stark. Ich will mal hier genau den Kopf rumfahren. So, dann drücken wir mal Start. So, ah, Stopp. Lesen. Das ist gelöscht oder was? Ja, eigentlich nicht. Das war, weil du zweimal auf Start gegangen bist, wahrscheinlich jetzt. Lesen. Oder ist wieder zu weit weg? Ja, nee. Habe ich wohl gelöscht, weil ich zweimal raufgedrückt habe. Versuchen wir nochmal. Neue Technik halt, ne? Das ist derselbe Akku noch? Das ist noch derselbe Akku. Wir haben ja 5200 mAh, ne? Oh, hat er geschlackert. Kann man hier hinter wissen. Nanu! Ruhig. So. Ruhig, Bruno. Stopp. Lesen. 106. Ja. Mit was ist der angegeben? 70 Meilen. Was ich kurios finde ist, Taillon V4 habe ich doch auch mit einem 20er Ritzel über 100 gehabt oder so. Vielleicht ging er noch mehr, vielleicht hat er jetzt auch irgendwie ein bisschen gerutscht und so weiter halt und Reifen durchgedreht wegen nass. Hätte jetzt gedacht, der wird wesentlich schneller. Aber lang, ne? Ja, ich würde das nicht so fahren. Vielleicht, also ich werde wahrscheinlich einen 16er Ritzel drauf machen zum Bashen. Ein Zahn mehr als Stock und dann. Ja, ich habe halt die Reifen ein bisschen größer gemacht. Ne, und also deswegen. Ja, also mir lang die erstmal, ne? Habe ich jetzt auch mal hier das. Probiert was Benny gemacht, was von Basil war hier mit dem Hansaplast und halt keine Löcher reingestochen. Ja. Da sind mir beim Creighton 8S immer die hinteren Räder weggefetzt. Ja. Ja. Wobei bei mir noch nie einer weggefetzt ist, aber gut. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao! Yeah.